Ey, Leute, willkommen zurück bei XCOM Enemy Unknown. Ja, schöne Mission. Sehr schöne Mission. Oder hast du noch gar nicht Helio-Ziel eigentlich? Nee, er hat nicht Munition eigentlich. 38%, das ist wenig! 45%, wenigstens ein bisschen mehr. Okay, damit haben wir den erledigt. Ach, du hast noch ein bisschen. Keine Sorge. Das ist die Frage. Geist. Genau. Hat Zero wieder doppelte Portion eigentlich? Bin mir nicht sicher. Okay. Was ich mir sicher bin, ist die Gegner, die wir hier haben. Willi, Zero. Ach, da haben wir wieder zwei Sektopods. Ja, das ist aber nett. Du bist so gut wie im Arsch eigentlich. Nee. Zwei Schüsse schnell hintereinander. Wow. Der ging ordentlich weg. Sieht sie Tor? Außerirdische in Sicht. Greife an. 80%. Wo haben wir nochmal 0 Schaden gemacht? Hä? Okay, du kannst nochmal nachladen. Ja, ist die Pistole oder was? So, das Gewehr nehmen, verdammt nochmal. 100% bei. Nein, 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 nein. Ja. Ach, das waren aber keine 100%. Hier haben wir eine Rakete rein, theoretisch. Nicht mehr. Okay, er ist der Einzige, der noch schießen kann. Feldposten. Ich habe große Verdauung in der Rexer. Ach, er hat das Ding gemacht. Interessant. Er hat nämlich gerade... Er hat einen Menschen umgebracht? Ja. Mit einem Trefferpunkt. Ganz merkwürdig. Der macht auch das. Okay. Kann mich ja bedanken, dass die beides das machen. Diesen Granatenangriff. Okay, er flankiert allerdings, macht er das. So, Zero, du hast keine Munition mehr. Das ist geil. Nachladen. Okay, wir könnten Geist einsetzen und zumindest relativ nah hier rangehen. Den hier würden wir vielleicht platt machen. Ich weiß auch nicht, ob du genug Munition hast. Geist. Ist hier irgendwo Deckung? Hier ist eine Deckung. Okay, ich würde mal sagen, wir machen Geist. Gehen hier in Sicherheit. So. Laden nach. Sieht sie Tor. Wen siehst du? Mach den platt. Noch eine kaputte Drohne. Ui, wir haben jetzt genauso viele Menschen verloren, wie die noch existieren. Toll. So, machst du auch Feldposten. Willi kann aber noch schießen. Willi schießt auf... Machen wir eine Drohne sicher kaputt oder machen wir... Der ist auch 94%, sieht auch gut aus. So. Vielleicht reparieren die Drohnen noch ein bisschen, wenn sie Lust haben.
Okay, ich weiß nicht, auf wen er schießen wollte. Auf jeden Fall hat... Ach, auf den Menschen da unten oder was? Okay, der repariert dann nochmal. Okay, Zero, endlich mal kannst du mal wieder schießen. Und wir machen den zu... Ja, mach den platt. So, doppelte Portion. Noch nicht. Willi. Probieren wir es mal so. Oder machen wir die Drohne zu 100% platt. Machen wir die Drohne platt. Gut. Okay, du rennst mal hier hin. Du siehst immer noch keinen. Sieht sie Tor, sieht aber jemanden. Hier rumlautschen. Soll ich mal kurz gucken. Okay, dann latsch mal hier hin. Bin mal gespannt, wen du dann sehen kannst. Oder ob du überhaupt jemanden sehen kannst. Nicht. Okay. Jetzt würde ich gerne neben dir stehen. Hin irgendwie. Wie sieht es eigentlich aus? Wie triffst du eigentlich jetzt? 72%. Sieht sie Tor. Auch Granate. Komm, wirf. Auch eingesetzt. Zivisor. Okay. Sehr gut. Jetzt hoffe ich, dass es klappt. Zwei Schüsse hintereinander. Sehr gut. Ach, jetzt haben wir mit dem Steroid noch das zusätzliche. Mal endlich mal eingesetzt. Okay, du kannst mal bis... Du machst mal Feldposten. Ich soll die Menschen umbringen. Sollen sie sein lassen. Wir haben schon mehr Menschen verloren als gewonnen. So, hast du stumm einen Schuss noch? Ich glaube, das müsste der letzte sein. Wupp, wupp, wupp. Das ist kein Sturm. Alle Missionsziele erreicht. Mäßig. Hm. Ah, was für eine Mission. Und so war die andere auch gewesen, nur auf längerer Karte, so dass die ganzen Sektopods am Anfang schon da waren. Deswegen habe ich dann nochmal neu geladen. Da waren Zivisor waren schon vor, Zizitor und. Wenn alle unsere fand ich ein bisschen unfair. So gut verlaufen wie dieser, haben die Aliens keine Chance. So, Willi und der hat noch was gemacht. So, Zielsicherheit bei Ziel mit weniger als 50% Gesundheit. Opportunities ist zu geil, das mache ich immer gerne. So. Und du kannst entweder die Schredderrakete oder Deckungsfeuer. Ich meine Deckungsfeuer. Schredderrakete hat schon Frank und. So. Jetzt haben wir. Ach so, ich denke, durch die Octopods werden wir wahrscheinlich Illyrium bekommen. Und Alien-Legierungen. Weil die ja gesagt haben, sowas wie. Oh, die Viecher sind fast wie Raumschiffe. Nicht auch Raumschiffe. Die Gierung können wir auch wahrscheinlich von den Drohnen bekommen. Ja, jetzt haben wir Sektorbox, Frakt, 4 Stück. Panik in die Gierie hier abgeschwächt. Halten Sie im Auge. Ah Gott. Einsatzleitung.
Na, Aktivitäten-Scan. Abfangjäger. Wir können es einfach mal probieren. Ich glaube zwar nicht, dass es hilft. Vor allem haben wir immer noch keine Cyber. Ich frage mich, ob immer noch Cyber das kommen jetzt. Wo wir jetzt schon gegen Sektopods die ganze Zeit angreifen. Bereit für Nahkampf. Die, wir haben weder das noch das. Sind im Zielanflug. Status, Abfangstatus. Yes, wir haben es abgeschossen. Ein Ätherer, da haben wir sie. Elite-Motoren, Sektopod. Wer zum Teufel? Ich spuck hier fast durch die Gegend. Was zum Teufel? Warum? Sektopod schon wieder. Skyranger losschicken. So, G-Tech kurz mal entfernen. So, jetzt will ich mal kurz gucken, wie sieht's aus. Ja, sowohl Kegelgott, Kaliber und Frank sind immer noch verwundet. Das ist... Danke. Ja. Prototype heißt er jetzt. Aber wir haben es mit EMP-Granate wenigstens runtergeschossen, dieses Ding. Oh. Über Südamerika. Gut, was anderes können wir auch nicht machen. Mission wird schwer. Achso, Rexa. Ja. Doch. Zurück zur Einsatzbesprechung. Ich muss was machen. Und zwar Technikabteilung. Baukaufe Gegenstände. Geistrüstung. Herstellen. Auftrag erteilen. Überleg grad. Doch. So, müsste ausreichen. Wir wollen mich festnehmen. Ihr habt schon gelesen, Ätherer. Skyranger losschicken. 15 Gegner. Sollte klappen. Sizitor bearbeiten. Bewaffnung. Anstatt des Chitinpanzers bekommst du jetzt den Pulsbogen. Und anstatt der Titanrüstung bekommst du jetzt die Geisterrüstung. Hast zwar dadurch 8 weniger Trefferpunkte. Allerdings, mein Freund. Mehr Verteidigung. Und du bist unsichtbar. Wir brauchen die Geisterrüstung jetzt einfach. Wir können dann erstmal, kann auch weiterlaufen, aber das ist zu wichtig. Zurück zur Einsatzbesprechung. Nee. Überleg, ob wir hier Trexa noch einen zusätzlichen Pulsbogen geben. Bin mir aber nicht so sicher. Ich habe noch niemanden mit Tidium Orbit da. Keytag. Trexa. Muss ausreichen, der eine Pulsbuch. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Beginne den Angriff. Unser nächstes Ziel heißt Argentinien. Dort scheint die Lage am bedrohlichsten zu sein. Nicht wirklich. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Einsatz starten. Also, und wenn es um die Ätherer geht, das sind die größten Säue, die es gibt, kann man so sagen. Also, okay, die Sektopods sind auch nicht schlecht, allerdings die Ätherer, die haben es nochmal in sich. Haben Psy-Fähigkeiten übrigens und wesentlich besser als die Sektoiden-Anführer. Sie haben dieses Schiff mit ihrer fortschrittlichsten Technologie geschützt. Wir können also davon ausgehen, dass sich im Inneren etwas befindet, das für ihre Invasion extrem wichtig ist. Wir sollten uns auf schweren Widerstand einstellen. Sie werden es uns nicht kampflos überlassen. Welch ein Moralbooster. Ja, dazu muss ich erstmal wissen, wo überhaupt das Schiff ist, das gegnerische. Hier geht's schon wieder hoch. Warum haben wir dauernd nachts? Das stört mich. Willy sorglos. Willy Wonka, sorglos Wonka.
Es geht nicht wirklich weiter runter, damit wissen wir schon mal, dass es dort nichts sein kann. Hier geht es relativ weit. Warte mal kurz. Da habe ich doch was gesehen. Da ist das Schiff. Da ist es. Ne, da ist ein Baum. Schade. Sehen wir doch. Ich dunkel. Wenn es hell wäre, könnte ich vielleicht ansatzweise sehen. Schemenhaft. Du hast ja Truppsicht. Nee, Willi. Willi sorglos. Du noch gar nicht. Willi. Feldposten. Zivisor. Du hast hier eine volle Deckung. Sieht gar nicht aus wie eine volle Deckung. Feldposten. Prototype. Alias Kiteki. Was hat man? Buton und Lite noch? Geil. Guck mal, wie weit der sich jetzt bewegen kann. Das ist cool, wa? Zack. Feldposten. Zwar alles keine festen, sicheren Deckungen, allerdings wenigstens etwas. So, solange wir noch jemanden aufschrecken, noch niemanden, soll es nicht das Problem sein. Okay. Zero. Auf die Plasmapistole. Hört ihr schon aus irgendeiner Richtung was? Nein, hört ihr nicht. Feind in Sicht! Ah, schau mal einer. Feind ausgeschaltet! Psst! Hört ihr das? Ja, ich hab's mitbekommen. Und ich würde gerne Zero in eine entsprechende Position bringen, obwohl. Ja, erstmal Feldposten. Ihr baut jetzt alle nochmal einen Feldposten auf. Auch du hier, obwohl es relativ Banane ist. So, und du gehst mal hier hinten hin. Du baust mal auch einen Feldposten auf. Eine Drohne weniger ist ein Feind weniger, insofern. Ach, er schießt schon. Das ist ja toll.